Jetzt. Hallo Freunde! Ja, heute wieder was Neues. Trotz Krankheit, man hört's, gehen wir natürlich auf Sendung, wollen euch wieder was Schönes zeigen, was sich so in der Sammlung angesammelt hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat das vielleicht schon mal jemand gesehen? Das ist ein Schweizer Bajonett. Oh, Nachkriegsbajonett. Ach, jetzt müsste ich lügen. Irgendwie aus den 50er Jahren. Das gab es in verschiedenen Ausführungen. Für Offiziere, für normale Soldaten. Ja, das ist eine Dolchklinge. Ist auf beiden Seiten geschärft. Das war auch original so fertig. Das ist eigentlich ein wunderbares Freizeitmesser. Wie soll ich das mal so nennen? Kannst du als Survival-Messer nutzen, würde ich sagen. Liegt gut in der Hand. Relativ schwer. Man kann damit bestimmt mal einen Ast abhacken und ein bisschen schnitzen. Kannst du am Lagerfeuer damit auch. Oh, was willst du denn sonst eigentlich mit so einem Teil noch machen? Na, zum Steak schneiden ist es eher nicht geeignet. Was kann man sonst noch mit einem Messer machen? Du kannst hier so schön. Zack! Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Das kannst du damit machen. Natürlich geht es noch viel schneller. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben, nicht, dass ich mir live noch in den Finger reinpiekse. Früher ging das ja besser. Aber ich sag mal so, früher hatten wir kleinere Messer dafür. Ja, ich würde mal so sagen, das ist eine richtig gute Qualität. Guckt euch mal an, wie dick der Stahl ist von dem Teil. Also ich würde mal so sagen, damit kann man schon mal probieren, eine Tür aufzuhebeln. Ansonsten, was kannst du denn damit eigentlich machen? Du kannst damit jemanden abstechen. Naja, sowas machen wir aber nicht. Zombies kannst du damit vielleicht abwehren. Da brauchst du aber bestimmt dann zwei, für jede Hand eins. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Na, jedenfalls, gute Qualität, Topmesser, super scharf, super Stahl. Ja, ich bin jetzt nicht so begeistert. Plastikgriff, Kunststoff ist nicht so mein Fall. Aber die modernen Bajonette, wenn es überhaupt noch dann welche gab, oftmals eben nicht mehr mit Holzgriff. Mir gefallen dann mehr so die vorm Zweiten Weltkrieg, schön mit Holzgriff. Naja, das ist so meins, was ich so sammle. Demnächst kommt dazu mehr. Tschüss, Freunde.